Meine Damen und Herren, guten Abend. Im Namen des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen begrüße ich Sie recht herzlich. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserer Veranstaltung. Ich darf Sie auch im Namen von Christoph Michalski, dem Direktor des Instituts, das übrigens heute seinen 30-jährigen Existenzgeburtstag feiern kann, herzlich begrüßen. Herr Michalski kann heute leider nicht unter uns sein, aber er wünscht uns natürlich alles Erdenkliche, Erfolgreiche für unsere gemeinsame Anhörung, Lesung, Veranstaltung. Unser Gast ist Martin Walser. Martin Walser ist ein Name, bei dem einem nahezu unabweislich diese scheele Rhetorik sich aufdrängt, dass man diesen Gast, da ja allseits und weithin bekannt, ja wohl nicht vorzustellen brauche, eigentlich nicht vorzustellen brauche, worauf dann der geschätzte Redner anfängt, den betroffenen Gast doch langatmig und eingehend zu würdigen. Ich werde dieser Versuchung nicht nachgeben. Einmal, weil ich es überhaupt nicht könnte. Wie kann ein juristischer Gartenzwerg wie ich, oder wie könnte er sich anmaßen, einen Riesen der Worte und der Sätze irgendwie angemessen zu würdigen? Zum anderen, weil ich es auch nicht wollte, selbst wenn ich es könnte. Weil ich mir sage, gesetzt, es ist wirklich einer hier, getrieben von dem Wunsch, einen jungen, unbekannten Schriftsteller, Dichter und Kritiker kennenzulernen, so wird diese betreffende Person eine gewisse Überraschung erleben, die ich ihr gönne. Ist der Mensch aber, wie ich vermute, dass es fast für alle hier gilt, schon informiert gekommen, dann wird er sich freuen, wenn ich ihn nicht langweile. Also, Martin Walsers Vorlesung ist dem Gedächtnis des tschechischen, 1977 in Prag verstorbenen Phänomenologen Jan Patočka gewidmet. Patočka war ein renitenter Denker. Er konnte weder bei den Faschisten noch bei den Kommunisten auf einen grünen Zweig kommen. Ein wirklich unbeugsamer Wahrheitssucher und ein unbestechlicher Philosoph. Um ihn zu ehren, auf Martin Walser zu verfallen, das war ein glücklicher Einfall des Instituts. Denn der aufmerksame Leser sowohl von Patočka und von Walser und Patočka wird schon manchen sich annähernden Zug, der zu einer Begegnung führen könnte, in den Werken entdecken. Herr Walser wird, so haben Sie auf der Webseite sicher des Instituts gelesen, seine Reflexionen, so heißt es dort, über Rechtfertigung fortführen, die er ein Jahr zuvor auf Einladung der Harvard University gehalten hat. Ich habe das auch gelesen und habe mich gefragt, um was für eine Art von Rechtfertigung es sich da wohl handelt. Als Jurist und vor allen Dingen dann, wenn man Strafrechtler ist, hat man es ja täglich, um nicht zu sagen stündlich, mit Rechtfertigungen zu tun. In Deutschland im Augenblick, haben Sie sicher mitbekommen, gibt es eine ganz heftige Debatte über die islamisch-jüdische Beschneidung. Das ist ein Vorgang, der ohne jeden Zweifel, so ist das für Juristen sonnenklar, den Tatbestand einer Körperverletzung erfüllt. Und dann stellt sich die entscheidende Frage, ob diese Handlung, es ist eine Tat, ob diese Handlung gerechtfertigt werden kann oder nicht. Kann sie gerechtfertigt werden, zum Beispiel
weil man eingewilligt hat oder weil ein Gesetz sagt, das geht in Ordnung, kann sie gerechtfertigt werden, dann ist alles in Ordnung, die Handlung ist rechtmäßig. Kann sie nicht gerechtfertigt werden, etwa weil sie gegen den Willen oder ohne den Willen des Betroffenen erfolgte, dann sprechen wir von Unrecht. Mit dieser Art von Rechtfertigung hatte ich gerechnet und habe mir deswegen schnell Martin Walsers kleines Buch, es ist nicht sehr umfangreich, über Rechtfertigung eine Versuchung gekauft. Sie können das übrigens auch nachher, können mich imitieren und wir sind dankbar, wenn Sie imitieren. Und Herr Walser wird sogar was reinschreiben, wenn Sie ganz brav sind und ordentlich Beifall spenden, denn sonst schreibt er nur den Vornamen oder nur den Familiennamen. In diesem Buch musste ich lesen, dass es keineswegs um meine etwas eher armselige Rechtfertigung geht. Also dann, wenn ich etwas getan habe, was nach Ansicht der Gesellschaft, in der ich lebe, der Rechtfertigung bedarf, sondern dass es um die Rechtfertigung meiner selbst geht. Genauer um die tiefgehende Frage, ob ich mich eigentlich gerechtfertigt fühlen kann in diesem meinem Leben und für dieses mein Leben und wieso? Das ist eine Frage, die uns allen, denke ich, näherungsweise gelegentlich einmal kommt oder aufblitzt, dann, wenn wir in unserer ja hinreichend bekannten Sattheit und Fettheit uns präsentieren angesichts des Elends der Welt. Dann kann dieser Gedanke, bin ich eigentlich gerechtfertigt, nicht der Gedanke von Walser, aber eine Ahnung, eine Vorahnung dieses Gedankens schon auftauchen. Präziser noch, ob ich die Notwendigkeit und daraus folgend den Mangel an Rechtfertigung überhaupt verspüre oder ob ich mich betäube mit, wie Walser sagt, der Kulturkulisse, die uns vergessen macht, dass Rechtfertigung einmal unser Bedürfnis war. Man hat dieses Bedürfnis seinerzeit mit Gott gestillt. Aber inzwischen ist die Rechtfertigung, wie wir lesen können, säkularisiert. Wir begnadigen uns selbst und sind mit dem Rechthaben zufrieden. Aber nicht so Walser. Ich komme mir ohne diesen Mangel ärmer vor, sagt er und räumt gleichzeitig ein, dass er einen Karl Barth brauche, damit er, Karl Barth, jenen Mangel in ihm, Walser, wecke. Vielleicht ist das bei uns, bei Ihnen anders. Vielleicht genügt ja für uns die Vorlesung von Martin Walser, um uns zu dem existenziellen Bedürfnis nach Rechtfertigung, was einmal da war, zurückzuführen. Wir werden es sicher am Ende der Vorlesung, wenn nicht wissen, dann doch vielleicht ahnen. Deswegen wünsche ich Ihnen den angemessenen Genuss. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen natürlich dafür, dass Sie hierher gekommen sind und mir ein bisschen zuhören. Und warum ich überhaupt hier stehen darf, das habe ich also Herrn Michalski zu verdanken, der, als er dieses Rechtfertigungsbüchlein gelesen hat, meinte, ich sei dafür geeignet, an dieser Jan Patočka Vorlesung, Gedenkvorlesung mitzuwirken. Und da kam auch noch das Wort vor, dass ich einen Festvortrag halten könnte oder sollte. Dann habe ich gesagt, ich würde es gerne machen, aber Festvortrag ist nicht mein Fach. Da gibt es bei uns
zu der Zeit, als er das gefragt hat, habe ich gesagt, da müssen Sie Herrn Gauck fragen. Der kann Festvortrag. Also gut, er hat dann ermäßigt, ich darf also sozusagen auch was sagen. Schön. Dann hatte ich noch mit diesem wunderbaren Namen und mit dieser Erinnerung an Jan Patočka zu tun. Und er ist natürlich ein Philosoph und über ihn zu sprechen würde immer bedeuten, ganz streng in der Disziplin, und das gibt es ja, der Philosophie, das ist eine eigene Sprache, eine eigene Tradition, zu der ich nicht gehöre. Aber als ich dann so ein bisschen in ihn hineingelesen habe, da habe ich dann doch einen Satz gefunden, der bei mir auch vorkommt, ein Satz von Kierkegaard, der heißt: Wir haben zu viel zu wissen gekriegt und fangen zu wenig damit an. Und das ist ein Satz, den natürlich Jan Patočka auch ganz sicher zu seinem eigenen Satz gemacht hätte. Also ich lese jetzt vor eine Fassung, ich habe das also genannt, auf der Suche nach Rechtfertigung. Und wenn Ihnen das verstiegen oder so vorkommt, dann vergessen Sie es schon im Anhören. Auf der Suche nach Rechtfertigung. Gerechtfertigt zu sein, das war einmal das Wichtigste. Staaten legitimieren sich durch Gesetze, Regierungen durch Wahlen, aber der Einzelne. Zur Ehre der Religion sei gesagt, dass sie von Paulus über Augustin bis zu Calvin, Luther und Karl Barth die Frage, wie ein Mensch Rechtfertigung erreiche, dass sie diese Frage nie hat aussterben lassen. Seit 2000 Jahren wird gefragt, ob wir zu rechtfertigen seien durch das, was wir tun oder durch das, was wir glauben. Die Religion ist anspruchsvoller als jede andere Denk- und Ausdrucksbemühung. Karl Barth in seinem Buch zum Römerbrief, er schreibt: Wer sich einmal rühmen, wer einmal als Mensch vor Menschen und vor Gott Recht haben will, der wird sich auch der tiefsten Versenkung ins Nicht-Ich und Nicht-Sein, er wird sich immer noch rühmen und als Mensch rechthabend dastehen. Nein, schreibt er, der Boden des Gesetzes der Werke muss uns unter den Füßen zusammengebrochen sein. Kein Werk, auch nicht das Feinste und Geistigste, auch nicht ein negatives Werk, kann mehr in Betracht kommen. Unsere Religion, schreibt Karl Barth, besteht in der Aufhebung unserer Religion. Unser Gesetz ist die grundsätzliche Außerkraftsetzung alles menschlichen Erfahrens, Wissens, Lebens und Tuns. Das ist, schreibt Karl Barth, der Boden, die Ordnung, das Licht, wo der Ruhm aufhört und die reale Gerechtigkeit Gottes anfängt. Also kein Boden, auf den man sich stellen, keine Ordnung, die man befolgen, keine Luft, in der man atmen kann. Soweit Karl Barth. Der Schweizer Pfarrer, der das von 1919 bis 22 im Aargau schrieb, wurde dann sofort Honorarprofessor in Göttingen und dann zum einflussreichsten Theologen der Epoche. Und das durch die Auslegung des Paulusbriefes an die Römer. Dass weder in der Philosophie noch in der sogenannten schönen Literatur von diesem Erdbeben auch nur das Geringste gespürt wurde, eigentlich bis auf den heutigen Tag, das zeigt mir, wie anspruchslos diese Ausdrucksarten geworden und geblieben sind.
Karl Barths Buch, das ist die praktizierte Zerstörung der Kulturkulisse, die uns vergessen macht, dass Rechtfertigung einmal unser Bedürfnis war. Übrig geblieben ist also das Recht haben müssen. Recht zu haben ist der akzeptierte Ersatz für Rechtfertigung. Eine Art Bewusstseinsimperialismus, oft genug verbunden mit Macht und Machtgefühl, Zeit, Geist, Opportunität. Was ist denn Political Correctness anderes als eine Domestizierung des Gewissens, eine Passepartout-Rechtfertigung? Ich habe mein Leben als Schriftsteller auch im Reizklima des Recht-Haben-Müssens verbracht. Und ich habe erlebt, dass die ablenkungsstärkste Art des Rechthabens die moralische ist. Den Eindruck erwecken müssen, man sei der bessere Mensch. Wer diesen Eindruck einmal von sich hat, dessen Gewissen ist domestiziert. In unseren heutigen Literaturen kommen Fälle von gravierendem Rechtfertigungsmangel nicht mehr vor. Recht zu haben genügt zur Rechtfertigung. Ich meine aber, Religion sei eine Ausdrucksart wie andere, wie Literatur, Musik, Malerei. Ich lese Religion als Literatur, und dass Texte, die für uns nur noch zur Religion gehören, Dichtung sind und, um es im Betriebsdeutsch zu sagen, große Dichtung, das kann man sagen. Die Psalmen, das Buch Hiob, das Weihnachtsevangelium. Andere lassen mich wissen, Religion, das war einmal. Es ist eine eher unglückliche Entwicklung, dass Religion etwas geworden ist, was nicht mehr ohne Kirchliches gedacht wird. Wer sich heute fast instinktiv erhaben fühlt über alles Religiöse, der weiß vielleicht nicht, was er verloren hat. Polemisch gesagt, Rechtfertigung ohne Religion wird zur Rechthaberei, sachlich gesagt, verarmt zum Rechthaben. Neulich im Fernsehen das gewöhnliche Hin und Her zwischen Gegnern und Befürwortern. Der wortführende Gegner war verzeichnet als Publizist und als Atheist. Die Regie holte ihn oft ins Bild, wenn einer der Befürworter sprach. Er bot ein ausdauerndes Schmunzeln. Es war deutlich, der Befürworter hatte keine Chance, und die Regie und der Moderator waren ganz und gar auf der Seite dieses unantastbaren Schmunzelns. Selbstzufriedenheit strahlte der Publizist aus. Wie kann man bloß noch an Gott glauben? Das strahlte der Publizist und Atheist aus. Und das darum herum sitzende Publikum zeigte durch Beifall, dass es auch dieser Meinung war. Der Moderator machte, wenn er zum Befürworter sprach, ein parodistisches Toleranzgesicht. Mir fiel dazu ein, das Fernsehen ist der Stammtisch der Nation. Zu dem Atheisten fiel mir ein, er hat keine Ahnung, und wenn es Gott 100-mal nicht gibt, dieser Atheist hat keine Ahnung. Wer sagt, es gebe Gott nicht und nicht dazu sagen kann, dass Gott fehlt und wie er fehlt, der hat keine Ahnung. Eine Ahnung allerdings muss man haben. Führen wir uns ein Motiv der Religion vor, von der Genesis bis ins 20. Jahrhundert, ein Motiv, das wissen will, ob Gott gerecht sei. Gründe, so zu fragen, gab es in der Geschichte Europas genug. Angefangen hat es damit, Isaaks Frau Rebekka war mit Zwillingen schwanger, da sprach der Herr zu ihr, steht bei Luther: Zweierlei Leute werden sich scheiden aus deinem Leibe, und der Größer wird dem Kleinen dienen. Esau, der Größere, der Erstgeborene, muss Jakob, dem Kleineren,
Zweitgeborenen dienen. Von da an kann man, was mit diesem Motiv passiert, lesen wie einen Roman. Paulus will mit einem provozierendem Beispiel seinen Römern glaubhaft machen, dass Gott gerecht sei. Darum sagt er von den Zwillingen, sagt er, sie waren noch nicht geboren und hatten weder Gutes noch Böses getan, aber Gottes freie Wahl und Vorherbestimmung will, dass Rechtfertigung nicht erlangt werde durch Werke, sondern nur durch ihn, der beruft oder nicht beruft. Paulus zitiert, es steht in der Schrift, Jakob habe ich geliebt, Esau aber gehasst. In der Genesis steht das zwar nicht so, aber im Text des Propheten Maleachi, also circa 500 Jahre vor Paulus, da spricht der Herr, ist nicht Esau Jakobs Bruder, und doch liebe ich Jakob, Esau aber hasse ich. Daher hat es also Paulus. Und er ist damit bei unserem Thema. Heißt das nun, dass Gott ungerecht handelt? Paulus zitiert, was Gott zu Mose gesagt hat. Ich schenke Erbarmen, wem ich will, und erweise Gnade, wem ich will. Wenn hier jemand abschaltet, weil es Gott für ihn nicht gibt, dass also die Frage, ob Gott gerecht sei, für ihn ein Nullproblem ist. Zudem sage ich vorläufig, lesen wir es als Roman. Madame Bovary und Ivan Karamasow gibt es auch nicht. Und trotzdem wiegen und wägen wir in unserem Inneren, was sie tun und sagen und warum sie es tun und sagen. Wichtig für unser Motiv ist schon einmal, wie klein Paulus den Menschen macht. Er sieht Gott als Töpfer, den Menschen als Ton. Gott macht, sagt er, Gefäße des Zorns, die zur Vernichtung bestimmt sind, und Gefäße des Erbarmens, die er zur Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Wieder ein paar Jahrhunderte später hat Augustin das 9. Kapitel des Paulusbriefs vorgenommen. Er hat die paulinische Aussage ungeheuer radikalisiert. Die Paulusstelle vom Töpfer, der Gewalt über den Ton hat, der aus der gleichen Masse ein Gefäß zur Ehre oder zur Schande macht, dieser Stelle fügt Augustin eine schwerwiegende Ansicht hinzu. Durch die ihnen auferlegten Strafen dienen die Gefäße des Zorns und der Schande den Gefäßen zum Nutzen, die zur Ehre bestimmt sind. So hat Gott das gewollt. Durch die Bestrafung der einen zeigt er, was er den anderen erlässt. Und Augustin kann nicht oft genug wiederholen, das findet nicht statt aufgrund von Werken, sonst ist Gnade nicht mehr Gnade. Viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Und die Nichterwählten, sagt Augustin, die Nichterwählten dienen durch ihr schweres Schicksal dazu, bei allen Menschen eine nützliche Furcht hervorzurufen. In diesem Roman weiß nämlich kein Mensch, ob er zu den Erwählten gehört oder zu den Bestraften. Ist etwa bei Gott Ungerechtigkeit? Das sei ferne. So steht es bei Paulus. Augustin schärft die Einteilung in Gerettete und Verlorene so, dass der nichts als gesunde Menschenverstand sagt, nein, danke. Aber Augustin extremisiert die Beispiele, um dadurch die Gnade umso größer werden zu lassen. Nur die Gnade entscheidet, wie es dir geht. Und Gnade ist nur, was unverdient ist. Und wenn einer da aufbegehrt, dröhnt das Pauluswort, O Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Als Roman gelesen heißt das,
Was müssen diese Autoren erfahren haben, dass sie Gott so groß und den Menschen so klein erlebt und dargestellt haben? Aus dieser Erfahrung der vollkommenen Rechtlosigkeit und Ausgeliefertheit schreiben sie an einem Roman mit, in dem ein Gott zuständig ist für ihre Rechtlosigkeit. Es geht ihnen so schlecht, sie haben so gar keine Möglichkeit, ihr Schicksal selber zu bestimmen, dass es nicht die unsinnigste Antwort ist, alles von einem Gott bestimmen zu lassen, dem gegenüber man so wenig zu bestellen hat wie in der Wirklichkeit. Er kann mit uns machen, was er will, und es ist gut. Man hat im Lauf der Geschichte alle möglichen Ermäßigungen dieses Unverhältnisses probiert. Zuerst die Rechtfertigung durch Werke, dann durch den Glauben oder eben durch eine Gnade, die man verdienen kann. Wer den Text als Literatur liest, der kann erleben, was und wie damals erlebt werden musste. Ich bleibe Augustins Bewunderer. Er und die anderen, die einen Gott rechtfertigen, der Esau vorgeburtlich hasst und Jakob ebenso vorgeburtlich liebt, die haben damit nur ihre Welterfahrung ausgedrückt. Sie haben einen realistischen Roman geschrieben, genauso geht es zu in dieser Welt. Und dass sie ihren Romanhelden Gott freisprechen, das heißt nur, auch Gott ist nicht schuld daran, dass es so zugeht in der Welt. Es geht so zu, ohne dass jemand schuld ist. Auch Gott ist nur eine Ausdrucksfunktion des Weltgeschehens. Darin wird mehr ahnbar als sichtbar der Funke der Verbesserungswürdigkeit der Welt, also der Funke der Geschichte heißt oder Zukunft oder Utopie. Einfach weil wir, was ist und wie es ist, nicht bewegungslos ertragen. Heute, wir führen, wenn es uns gut geht, unser Wohlergehen auf uns selbst zurück, also auf unsere Werke. Die, die ihre Gelungenheit noch als Gnade erleben, dürften seltener vorkommen. Schon lieber nennen wir es Glück oder Zufall oder, um uns größer vorzukommen, Gerechtigkeit. Augustin will, wer sich rühmt, rühme sich im Herrn. Das kommt kaum noch vor. Was kann spannender sein als ein Roman, dessen Figuren wir sind, und zwar Figuren, die nicht wissen, wozu sie bestimmt sind, beziehungsweise wozu sie überhaupt da sind. Worüber wir hinaus sind, Rechtfertigung von, sagen wir, oben zu erwarten. Jeder kann heute beurteilen, ob ihm in seinem Leben Recht oder Unrecht geschehe. Egal, ob einem Recht oder Unrecht geschieht, er fühlt sich im Recht. Dass er sagen kann, ihm geschehe Unrecht, zeigt ja, dass er sich im Recht fühlt. Und je mehr dir Unrecht geschieht, desto mehr fühlst du dich im Recht. Max Weber beschreibt in seiner Schrift Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, er beschreibt, wie die Gnadenwahl zwischen uns in Europa gelandet ist. Bin ich erwählt oder gehöre ich zum Rest? Calvin selber, schreibt Max Weber, sei sich seines Gnadenzustandes, seiner Zugehörigkeit zu den Elekti ganz sicher gewesen. Und wie Calvin agiert hat, das zeigt ja auch, dass er eher ein Zeitgenosse Augustins als Luthers war. Calvin passt noch in meinen Roman, aber danach wird alles gesellschaftlich, vor allem die Rechtfertigung. Dafür ist dann der Soziologe zuständig. Die Theologie wirkte auf ihre Art mit an der Säkularisierung der Rechtfertigung.
Sie machte Gott erreichbar und ausgerechnet Nietzsche hat den Wandel von ganz der Gnade ausgelieferten Calvinisten zum selber rechtfertigungsfähigen Menschen des 19. Jahrhunderts. Er hat das am schönsten, wenn auch nietzschehaft eingreifend beschrieben. Er sagt, der durch einige Irrtümer in das Gefühl der Selbstverachtung geratene Christ habe erlebt, wie jener Zustand der Verachtung, der Gewissensbisse, der Unlust überhaupt nicht anhält, jener Zustand. Der Mensch liebt sich jetzt wieder, aber gerade diese Liebe, diese neue Selbstschätzung kommt ihm unglaublich vor. Er kann in ihr allein das gänzlich unverdiente Herabströmen eines Gnadenglanzes von oben sehen. Wenn er früher in allen Begebnissen Warnungen, Drohungen, Strafen und jede Art von Anzeichen des göttlichen Zorns zu erblicken glaubte, so deutet er jetzt, sagt Nietzsche, in seine Erfahrungen die göttliche Güte hinein. Dieses Ereignis kommt ihm liebevoll, seine ganze freudige Stimmung kommt ihm als Beweis vor, dass Gott gnädig sei. Die Liebe, mit der er sich im Grunde selbst liebt, erscheint als göttliche Liebe. Und jetzt die Nietzsche-Pointe. Das, was Gnade und Vorspiel der Erlösung heißt, ist in Wahrheit Selbstbegnadigung, Selbsterlösung. So Nietzsche in seiner Schrift Menschliches allzu Menschliches. Nietzsche lobt es, dass der Mensch des 19. Jahrhunderts unterm Einfluss Schleiermachers und anderer endlich Gott zu einer zugänglichen Größe gemacht hat. Andererseits hat Nietzsche dann den Gott, den die liberale evangelische Theologie mit ihren historisch-kritischen Vermittlungen domestizierte, hat er den, wie Sie wissen, für tot erklärt. Also Vermittlung, Rechtfertigung, beherrschte Katheder und Kanzel. Karl Barth wird genau darstellen, wie fremd ihm diese von der Theologie produzierte Gottesnähe geblieben ist. Und zwar so, er sagt, es ist sentimentale Selbsttäuschung zu meinen, dass etwa von Natur und Geschichte, von Kunst, Moral, Wissenschaft oder sogar von Religion aus direkte Wege zu der unmöglichen Möglichkeit Gottes führen. So wie einmal der Ablasshandel in Luther den Zorn gegen die verkommende Kirche zur Reformation motivierte, so reizte Karl Barth der bürgerliche Zustand seiner Kirche. Dem Ablasshandel vergleichbar war auf seriöserem Niveau im 19. Jahrhundert ein Rechtfertigungshandel entstanden. Karl Barths Kommentar zum Römerbrief: Der Mensch Gott gegenüber, wie sollte er je und irgendwie etwas anderes sein als der Angeklagte? Das wurde geschrieben zwischen Kafkas Prozess und Kafkas Schloss. Und Karl Barth kommt Augustin näher als alle, die inzwischen Augustin kommentiert hatten. Er ermäßigt Augustins Radikalität kein bisschen. Es ist fast ein Wunder, dass er ihn noch übertrifft. Alles, was 100 Jahre lang in evangelischer, historisch-kritischer, liberaler Theologie zu religiöser Gemütlichkeit geworden war, all das sprengt Karl Barth geradezu in die Luft, wenn er in diese bürgerlich-religiöse Szene hineinsagt, als wäre Augustin selber noch da. Wieder ist es die Wahl der Gnade, die alle Menschen angeht und auf die keiner ein Recht hat. Und Karl Barth erspart es sich nicht, in seinem Buch zum Römerbrief im Kapitel »Die Not
der Kirche das Wort so zu ergreifen. Ich zitiere: Der Gott Esaus und der Gott Jakobs. Gott muss als Gott Jakobs und Esaus begriffen werden. Der Mensch als ein Gefäß des Zorns. Und für diese Leistung hat Karl Barth eine Erklärung gefunden, die reiner Karl Barth ist und die gleichzeitig Äonen des Zwillingszwistes Jakob-Esau fast elegant beendet. Die gegenwärtige, die sichtbare, die reale Kirche, sagt Karl Barth, das sei die Kirche Esaus. Er nennt sie die Sekundäre. Und er sagt das so: Es ist die Kirche Esaus grundsätzlich die allein mögliche, anschauliche und bekannte Kirche. Jerusalem, Rom, Wittenberg, Genf. Und es ist die Kirche Jakobs ebenso grundsätzlich die unmögliche, unanschauliche, unbekannte Kirche. Die Kirche ohne Ausdehnung, ohne Ort noch Namen, ohne Geschichte, ohne Mitgliedschaft noch Ausschluss dieser oder jener. Und in ihr ist Gottes freie Gnade, Berufung und Wahl. Und das ist jetzt sein revolutionärer Anspruch. Fehlt deinem Leben Rechtfertigung, die nur Gott ihm geben kann, dann fehlt ihm jede Rechtfertigung. Und da hatte gerade Max Weber in derselben Zeit begreiflich gemacht, wie die Menschen Pflicht und Arbeit in Rechtfertigung verwandelt hatten. Das Äußerste an Aussicht für uns heißt aber bei Karl Barth, dass der Mensch, der die Offenbarung Gottes empfängt, nur gerettet ist als der Verlorene, gerechtfertigt als der nicht zu Rechtfertigende. Es ist dies im Römerbrief die Seite, auf der Karl Barth Nietzsches Zarathustra, dieses seinem Futurismus tief verwandte Buch, zitiert. Und dieser Satz heißt, ein Nietzsche-Zitat: Und nur wo Gräber sind, gibt es Auferstehungen. Jetzt Umgang mit Unsäglichem. In dem Roman Muttersohn heißt ein Satz: Das Erlebnis des Verstandenwerdens ist das heftigste Erlebnis überhaupt. Direkt verstanden zu werden, nur über den Verstand verstanden zu werden, ist mir zu wenig. Etwas zu sagen, das an nichts rührt, als an das Verstandesverständnis, lohnt nicht. Was man so sagen könnte, weiß jeder, und er weiß es besser, als ich es ihm sagen kann. Überhaupt die direkte Mitteilung, die beabsichtigte, kalkulierte, ist peinlich. Ich möchte mich unwillkürlich äußern und es nicht wissen müssen, wie und wo es einen anderen berührt. Und ich denke dabei natürlich an Kierkegaard, der gesagt hat: Wir haben zu viel zu wissen gekriegt und fangen zu wenig damit an. Und hat er gesagt: Das Religiöse kann keinen unmittelbaren Ausdruck haben. Und hat er gesagt: Durch direkte Mitteilung ließ es sich nicht machen, da sich diese direkte Mitteilung immer nur zu einem Empfänger in Richtung auf sein Wissen und nicht wesentlich zu einem Existierenden verhält. Und hat er gesagt: Mein eigentümliches Verfahren liegt eben in der Gegensätzlichkeitsform. Das wirklich Erleichternde, wenn ein ganz anderer in einer ganz anderen Zeit das Gleiche sagt. Hier Hölderlin in einem Gedicht, das so anfängt: Was ist Gott? Und dann heißt es: Je mehr ist eins unsichtbar, schicket es sich in Fremdes. Je mehr ist eins unsichtbar, schicket es sich in Fremdes. Das ist Kierkegaards Gegensätzlichkeitsform.
Einmal als abschreckendes Beispiel der große Theologe Paul Tillich: Tiefe ist eine Dimension des Raumes, doch zugleich ist sie ein Symbol für eine geistige Wirklichkeit. Der Name dieser unendlichen Tiefe und dieses unerschöpflichen Grundes alles Seins ist Gott. Schon Hegel hat gesagt, in solchem Gebrauch sei das Wort Gott ein sinnloser Laut. Das Gegenteil bei Kierkegaard: die Offenbarung als Geheimnis. Oder dann eben Karl Barth. Seine Theologie, sagt er, will jenseits von allem Ja und Nein stehen. Wissend, sagt er, dass alle direkten Mitteilungen darüber immer entweder Dogmatik oder Kritik sind. Und alles Reden darüber hat sich jedes direkt gemeinten Wortes zu enthalten. Und als der unbekannte Gott wird Gott erkannt, als der, an den man nur ohne Hoffnung auf Hoffnung hin glauben kann. Und mein Lieblingssatz von Karl Barth: was sich nicht aufheben lassen, sondern sich als Ja oder Nein selbst rechtfertigen will, das ist eben um deswillen gerichtet. Noch einmal: was sich nicht aufheben lassen, sondern sich als Ja oder Nein selbst rechtfertigen will, das ist eben um dessetwillen gerichtet. Und einmal sagt er es noch Kierkegaard näher: als gegen direkte mitteilbar gerichtet, Theologie dürfe nicht zum System entarten. Theologie muss, sagt er, unter allen Umständen Erzählung sein und bleiben. Soweit die religiöse Erfahrung meiner Hausgötter. Zum Glück ist, was Karl Barth sagt, nicht neu. Es wäre lächerlich zu glauben, was er sagt, sei neu. Unsere Existenz betreffend gibt es keine Novitäten, wohl aber Befreiungen aus der Gefangenschaft unwürdiger Gewohnheit. Da ich sozusagen immer schon bekennen musste, dass mir einfällt, was mir fehlt, dass der Mangel meine Muse sei, dass ich nicht sagen könne, ob es Gott gebe oder nicht gebe, dass ich nur sagen könne, er fehlt, mir fehlt er. Deshalb war Karl Barth für mich eine Erweckung. Gott wäre natürlich prima, aber er könnte, wenn es ihn gäbe, nicht deutlicher sein, als er durch seine Abwesenheit ist. So ist er, Gott, das Wort für alles, was mir fehlt. Ich bin nach oben offen, da kommt mehr hinaus als herein. Wenn ich nicht durch etwas abgelenkt bin, produziert sich in mir der Text vom Alleinsein. Kein Ersatz zählt. Und es gibt grandiosen Ersatz, Ruhm, Geld und so weiter. Der Mangel bleibt. Ich bin natürlich scharf auf Ablenkung. Ablenkung macht müde, und müde merkst du weniger krass, dass du unmöglich bist. Es gibt Zustände, in denen die Abwesenheit von Rechtfertigung weniger spürbar ist. Das Erlebnis, dass etwas schön ist. Etwas schön zu finden, ist mehr als ein Ersatz für das, was fehlt. Es ist eine mich übersteigende Fähigkeit, dass ich etwas schön finden kann. Nie bist du so wenig allein, wie wenn du etwas schön findest. Solange du etwas schön findest, bist du erlöst, erlöst von dir. Und nachher, als Gewesenes, bleibt Sehnsucht, das ist der Mangel in Reinkultur. Sehnsucht ist der körperliche Ausdruck für das, was uns fehlt. Also leichthin gesagt, wenn es Gott gäbe, gäbe es keine Sehnsucht. Und Luther sagt ganz genau das, dass eine Sehnsucht, wenn sie nur groß genug ist, schon nach Erfüllung schmeckt.
Ich war immer ein Leser, also bin ich auch ein Bewusstseinstheater, in dem die Texte aus 2000 Jahren nie ganz verstummen wollen. Und es gibt tausend Anlässe, zu denen sie sich melden. Auf einen bekennenden Atheisten zum Beispiel antwortet in mir ganz von selbst Augustin mit seinem Bekenntnisbuch: Erhabenster, gütigster, machtvollster und gerechtester, verborgenster und allgegenwärtigster, lieblichster, kraftvollster, du stehst felsenfest und bist doch nicht erkennbar. Welchen Wert haben überhaupt unsere Worte, wenn man von dir redet? Dann gleich Hölderlin: Was ist Gott? Unbekannt, dennoch voll Eigenschaften ist das Angesicht des Himmels von ihm. Oder: Je mehr ist eins unsichtbar, schicket es sich in Fremdes. Das muss doch etwas heißen, dass drei, einer am Ende des 4. und einer am Ende des 18. Jahrhunderts und einer am Anfang des 20. Jahrhunderts, dass drei so gleichgestimmt von Gott sprechen, einmal als nicht erkennbar, zweimal als unbekannt, und müssen trotzdem sprechen von ihm. Und habe noch nicht angeführt die Schlusslage Nietzsches in den Dionysos Dithyramben. Da heißt es: Da floh er selber, mein einziger Genoss, mein großer Feind, mein Unbekannter, mein Henkergott. Und schließlich in diesen Dithyramben: O, komm zurück, mein unbekannter Gott, mein Schmerz, mein letztes Glück. Wenn Nietzsche in seinem Exe Homo sagt, Atheismus versteht sich bei mir aus Instinkt, dann ahne ich doch, was das für ein Gott ist, der ihn in diesen Ismus trieb. In Exe Homo gibt er auch Auskunft, wie der Zarathustra entstand. Ich zitiere: Der Begriff Offenbarung, in dem Sinn, dass plötzlich mit unsäglicher Sicherheit und Feinheit etwas sichtbar, hörbar wird, etwas, das einen im Tiefsten erschüttert und umwirft, beschreibt einfach den Tatbestand. Das ist Offenbarung. Und er scheut nicht das Wort Offenbarung. In der Vorrede zu Exe Homo nennt er sich einen Jünger des Philosophen Dionysos. Wieder so ein Wort, Jünger. Also ganz am Schluss dieses Bekenntnis zu Dionysos, der auch den Anfang bestimmte in seinem frühen Buch Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Jetzt am Schluss gibt er richtig Auskunft über das Dionysische. Es sei das Ja-Sagen zum Gegensatz, das Werden mit radikaler Ablehnung auch selbst des Begriffes Sein. Und dass Dionysos, das Dionysische im Unterschied zum Apollinischen überhaupt nicht darstellbar ist, das erreicht mich, seit ich Karl Barth gelesen habe, deutlicher als früher. Nachdem ich Karl Barth gelesen hatte, souffliert mir Nietzsches Paar Apollo und Dionysos. Dürfe ich mich erinnern an Karl Barths Paar Esau und Jakob, die jederzeit vorstellbare Kirche Esaus, Jerusalem, Rom, Wittenberg, Genf, wie die problemlose Präsenz Apollos, unvorstellbar und weitreichend aber die Kirche Jakobs und der Mythos des Dionysos. Barths Hauptwort für Gott ist Unanschaulichkeit. Der jüngere Karl Barth hat sich nicht vom jungen Nietzsche einnehmen lassen, der in seinem ersten wilden Buch geschrieben hatte: Denn nur als ästhetisches Phänomen ist das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt. Ich habe mich von diesem Buch und von diesem Satz einnehmen lassen, wenn auch nicht in der Castorpschen Version, dass Debussy-Musik die Rechtfertigungsfrage zum Schweigen bringe.
Wir können dieses Zitat von der Rechtfertigung der Welt als ästhetisches Phänomen einreihen in die Unmenge von Zitaten, die den durch Gottes Abwesenheit entstandenen Mangel ausdrücken. Das 19. Jahrhundert flirrt von Angeboten, die diesem Mangel sinnstiftend und rechtfertigungsbereit zu Hilfe kommen. Und die Musik hat eine Rolle gespielt, die im Castorp-Zitat nicht vorkommt. Und wieder ist es Nietzsche, der hilft. Er sagt, wie überhaupt die Musik neben die Welt hingestellt, allein einen Begriff davon geben kann, was unter der Rechtfertigung der Welt als eines ästhetischen Phänomens zu verstehen ist. Er spricht davon der Dissonanz in der Musik und von der kunstvollen Empfindung der Dissonanz in der Musik und schließt das Dionysische mit seiner selbst am Schmerz perzipierten Urlust ist der gemeinsame Geburtsschoß der Musik und des tragischen Mythos. Dass wir die Dissonanz genießen können, das drücke unsere Fähigkeit aus, in der Tragödie mehr zu sehen, als uns gezeigt wird. Aber nicht ohne den Satz, mit dem Aeschylus seine Prometheus-Tragödie und Nietzsche sein wildes, frühes Buch schließt. Da steht, wie viel musste dieses Volk leiden, um so schön werden zu können. Und das ist es eben. Etwas muss schön sein und schön wird es nur durch Schmerz, durch bestandenen Schmerz. Im Schmerz, den Prometheus bei Aeschylus erleidet, erreicht er einen Grad der Einsamkeit, der in keinem heutigen Kunstwerk auch nur ahnbar ist. Aber wir verstehen diesen Extremisten der Wut und des Gekränktseins Wort für Wort. Es ist historischer Verlauf in mythischem Material. Es ist die extremste Kampfansage gegen Machtausübung. Hier die Macht des Machthabers Zeus. Die Maßlosigkeit dieser Kampfansage in aller Qual und Einsamkeit schafft die dionysische Frequenz. Das heißt, wir genießen das schlechthin Unzumutbare, die reine Verneinung unseres Fassungsvermögens. Bis zum letzten Prometheus-Satz, seht, welch Unrecht ich erdulde. Wem es heute nicht einleuchtet, dass durch diese Tragödie das Dasein der Welt gerechtfertigt sei, dem darf gesagt sein, dass diese Tragödie das Geschichtliche überhaupt zeigt. Der Prometheus-Text erhebt sich kein bisschen über die Situation der misslingenden Geschichte hinaus. Aber misslungen müsste die andauernd misslingende Geschichte erst genannt werden, wenn kein Prometheus mehr schrie. Dann hätte Zeus gesiegt. Aber das ist schon herausgepresste Interpretation, das ist der Verrat des unfassbar Dionysischen an das brauchbar Apollinische. Die absolute Dissonanz gibt keine Anweisung. Sie wirkt verstörend, aber eine Wirkung ist eben, die absolute Dissonanz tut gut. Macht und Machthaber und Machtausübung sind eine einzige Hässlichkeit. Und selbst der, der durch die Macht zerstört wird, wird dadurch noch nicht schön. Shakespeares Richard II. Kann, solange er Macht ausübt, nur höhnen und quatschen. Nach dem Machtverlust wird er schön und weise und eine Art Dichter. Von Nietzsche lernen können, das wär's. Nur Dichter will er dann sein. Das ist sein Refrain, ganz am Schluss in den Dionysos Dithyramben. Aber davor noch, also im Herbst 1888, der Antichrist. Ich löse aus seinen jetzt hemmungslos antichristlichen Swaden die Stellen, die verraten,
dass er vielstimmig bleibt. Also, das Reich Gottes ist nichts, das man erwartet. Es hat kein Gestern und kein Übermorgen. Es ist überall da, es ist nirgends da. Das ist bei Karl Barth genauso zu lesen. Und man hat aus dem Gegensatz zum Evangelium die Kirche gebaut. Auch das kennen wir von Karl Barth, nur genauer. Und im Grunde gab es nur einen Christen und der starb am Kreuz. Das Evangelium starb am Kreuz. Und das echte, das ursprüngliche Christentum wird zu allen Zeiten möglich sein. Nicht ein Glauben, sondern ein Tun. Und das ist ein extrem einseitiges Zitieren. Antichrist, so heißt es mit Recht. Da ist das Christentum bei Nietzsche unrettbar schlimm. Und doch ist er noch fähig zu diesen Gegentönen. Und im allerletzten Werk, in den Dionysos Dithyramben, in denen er nur Narr, nur Dichter sein will, da zerstört er noch einmal alle möglichen Tugendstandbilder, aber er braucht für alles, was jetzt noch kommt, doch das Wort Gott. Wenn er sich zum Beispiel als Europäer sieht, sich brüllen hört, als moralischer Löwe, dann kommt geradezu bekenntnishaft, und da stehe ich schon als Europäer, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Und seine Ariadne lässt er klagen, wozu mich martern, du schadenfroher, unbekannter Gott, oder sogar, du Folterer, du Henker Gott. Und da floh er selber, mein einziger Genoss, mein großer Feind, mein Unbekannter, mein Henker Gott. Und endlich, o komm zurück, mein unbekannter Gott, mein Schmerz. Und schließlich Dionysos, sei klug, Ariadne. Man muss nicht erst hassen, wenn man sich lieben soll. Dann wieder mit seiner eigenen Stimme Nietzsche, was alle hassen, was allein ich liebe, dass du ewig bist. Im Abgesang ist Nietzsche dann Zarathustra und nur noch Zarathustra. Wenn man diese Tonart vergleicht mit den herrlich hygienischen Tiraden gegen das Christentum, dann ahnt man, was alles in einem einzigen Menschen vor sich gehen kann. Ab 1. Januar 1889 unterschreibt er, was er als Brief schreibt, nur noch mit der Gekreuzigte oder mit Dionysos. Ich muss mir das durch keinen Zusammenbruch erklären. Das wilde erste Buch verschreibt er ganz dem Dionysos. Ist dann die Schlusslandung bei Dionysos nicht ganz von selbst sinnvoll? Und dass der Gekreuzigte ihm jetzt noch die Hand führt, muss man sich das damit erklären, dass der Autor da nicht mehr normal gewesen sei? Oh, ihr Gelehrten, es geht um das Geständnis, dass die Dissonanz gut tut. Unwillkürlich empfinde ich eine Art Dankbarkeit diesem unendlich empfindlichen Nietzsche gegenüber. Er hat in diesem aufs Beweisbare, Machbare versessenen 19. Jahrhundert, er hat den Mangel nicht betäubt, dass bei ihm die Rechtfertigung ein Bedürfnis blieb. Das darf man, wenn man sieht, was alles sonst er mit hellem Hohn zerrissen hat, das darf man bestaunen. Was haben wir noch von denen, die vor uns diesen Mangel erlebten? Die Augustinusstelle, die mir die liebste ist, sagt, wenn wir merken, dass unsere Gebete flau werden, und wir merken, dass uns das schmerzt, dann beten wir schon. Und in den Dionysos Dithyramben, oh, komm zurück, mein unbekannter Gott, mein Schmerz. Diese Dithyramben sind Nietzsches schönstes Gedicht. In der fast gleichzeitigen Exe Homo Prosa wütet er noch maßlos gegen Paulus. Da kommt er mir vor wie der gefesselte Prometheus,
zu dem der Zeusknecht Hermes sagt, du wärst unerträglich, wenn du glücklich wärst. Dann die dithyrambische Selbsterlösung. Wenn diese Dithyramben nicht so schön wären, wären sie nicht so erlösend. Ich reihe ihn ein unter die Gottesmänner von Augustin bis Karl Barth. Sie alle sind Anwohner, wie Karl Barth es ausgedrückt hat, Anwohner des leeren Offenbarungskanals. Und was für eine Bewegungsenergie entwickeln sie genau dadurch, dass ihnen Gott fehlt. Jetzt fehlt er offenbar nicht mehr, darum fehlt auch die Bewegungsenergie um der Rechtfertigung willen. Ich danke Ihnen.